Hallo, heute ist Samstag, der 17. Februar 2018 und ich habe wieder mal ein paar Fragen zusammengesammelt, wo es darum geht, dass transkritisch eingestellte Menschen, nenne ich sie jetzt mal vorsichtig, sich über Transmenschen ärgern, ihnen Vorwürfe machen oder einfach auch sehr negativ, Fragen an sie haben. Und anstatt mich über die wiederum lustig zu machen oder zu ärgern, versuche ich diese Fragen ganz einfach mal aufzugreifen und sie wirklich ganz ernsthaft zu beantworten. Weil sicherlich steckt bei vielen auch einfach böser Wille dahinter, aber oftmals auch einfach Unwissenheit. Und diese Unwissenheit kann man ja ausräumen, ne? Deswegen, ich muss noch dazu sagen, das ist natürlich jetzt nur meine persönliche Sicht der Dinge. Also ich versuche die Fragen zu beantworten, die es so aus meiner Perspektive sinnvoll ist und richtig ist. Jemand anderes, eine andere Transperson, kann diese Fragen natürlich ganz anders beantworten, ne? Aber ich versuche es halt aus meiner Sicht so gut wie möglich zu erklären. Fangen wir gleich mal bei der ersten Frage an. Die wurde mir nämlich übrigens so genauso unter einem meiner YouTube-Videos gestellt. Also passt auf, du sahst doch früher mal als Frau hübsch aus. Warum bleibst du nicht einfach eine? Also, das ist natürlich süß, aber diese Frage impliziert gleich zwei Dinge und beide sind unglücklicherweise falsch. Die erste Sache ist, dass ich mal eine Frau gewesen bin, nur weil ich wie eine ausgesehen habe. Das ist leider nicht der Fall. Und die zweite Sache, die impliziert wird, ist, dass die Transition dazu da ist, um schöner zu werden. Oder dass das irgendwie so eine Art Beauty-Kur oder Wellness-Spa oder sowas ist. Nein, also nichts könnte von der Realität so weit entfernt sein wie das. Ich habe sogar schon mal ein Statement von einem Transmann gehört, der sagte, so rein subjektiv von für sich persönlich betrachtet, fand er sich früher als Frau, also als er noch wie eine Frau gelebt hat und noch ausgesehen hat wie eine, da fand er sich irgendwie hübscher. Jetzt nicht mehr so. Aber da seht ihr halt, ne, das trifft den Nagel auf den Kopf. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man hinterher hübscher ist, sondern es geht darum, das Innere mit dem Äußeren so in Einklang zu bringen. Also meine eigene Identität mache ich jedenfalls nicht von der Partnerwahl abhängig. Das sollten andere Menschen vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. Was macht dich eigentlich zum Mann? Woher willst du eigentlich wissen, dass du männlich denkst? Das ist sogar eine sehr gute Frage, die deutlich mehr Raum bräuchte. Das müsste man ein extra Video dazu drehen. Ich möchte es deswegen mal hier in diesem Rahmen nur ganz kurz anschneiden. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Männer denken. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob Männer überhaupt auf irgendeine universelle Art denken. Genauso wenig wie dass ich nicht weiß, dass Frauen irgendwie auf eine bestimmte universelle Art und Weise denken. Alles, was ich weiß, ist, wie ich selbst denke. Und das kann sein, dass mein Denken, so rein statistisch gesehen, sehr typisch und charakteristisch ist für Männer. Kann auch sein, dass mein Denken eher typisch ist für Frauen. Kann auch sein, dass ich eine bunte Mischung aus beiden habe. Ich weiß es nicht. Ich habe bisher aber auch meine Gehirnströme noch nie analysieren lassen. Soweit ich weiß, hat das aber auch von meinen Freunden und auch von Cis-Bekannten noch niemand machen lassen. Und trotzdem sind sich alle sicher, eine Frau zu sein oder Mann zu sein oder eben was auch immer. Woher wollen die denn das wissen? Es könnte doch sein, dass sie auch ein Gehirn von dem gegenteiligen Geschlecht erwischt haben. Also woher wisst ihr denn, dass ihr Mann oder eine Frau seid? Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, ja, dein Körper ist der einer Frau, also bist du auch eine Frau. Nee, es geht ja jetzt eben gerade nicht um die Hardware. Es geht um die Software, es geht um die Gedanken, das Bewusstsein. Die Entität, die da gerade denkt, während ihr dieses Video guckt. Stellt euch da mal folgendes Experiment vor. Ihr geht heute ins Bett abends mit dem Körper eines Mannes und wacht morgens früh auf mit dem Körper von einer Frau. Komplett, hundertprozentig. Keine Ausnahme. Alles ist weiblich, sogar eure Stimme. Nur euer Bewusstsein ist noch dasselbe. Was würdet ihr tun? Würdet ihr diese neue Rolle sofort an euch nehmen, so annehmen, so wie ihren Kleidungsstück wechselt. So, gestern war ich noch Mann, heute bin ich halt eine Frau, ja zack, c'est la vie. Würdet ihr euch angesprochen fühlen, wenn von Frauen die Rede ist? Das ist die Frage. Es ist natürlich eine sehr philosophische und eine sehr abstrakte Frage und die Antwort darauf kann natürlich auch nur sehr vage sein. Aber es gibt eine Idee von dem Gefühl der Identität. Die Identität ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein starkes, tiefes Gefühl der inneren Zugehörigkeit. Und daran erkennt ihr es, wem ihr euch zugehörig fühlt. Und der Körper ist halt ein eigenes Ding für sich, ne? Software ungleich Hardware. Nächste Frage. Untermauern Transmenschen nicht vielmehr das binäre Geschlechterbild und die Geschlechterrollen?
Zu dieser Frage muss ich noch ein bisschen mehr beisteuern als Erklärung, sonst entfaltet sie nicht diesen Sinn und diesen Hintergrund. Durch die Aufklärung heutzutage und in den letzten Jahren ist Trans ja als ein Phänomen bekannt geworden, was zumindest in der Gesellschaft immer mehr Menschen schon mal gehört haben und vielleicht sogar schon mal irgendwo gesehen haben, wenigstens im Fernsehen. Und gleichzeitig mit der Erklärung, dass es sowas gibt, wissen auch immer mehr Leute, was man da so machen kann, also wie sich die Menschen da so verändern können. Und das war eben früher, also was heißt früher, vor 20, 30 Jahren, sage ich jetzt mal, da war das eben noch nicht so. Da wussten viele Menschen einfach gar nicht, dass es überhaupt sowas wie Transidentität oder Transsexualismus oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, gibt und dass es eine Transition gibt. Das wussten erst recht überhaupt keine Leute. Das haben wirklich nur die Menschen in Bewegung gesetzt, die so einen scheißstarken Leidensdruck hatten, dass sie alles Menschenmögliche tun mussten, um sich nicht stattdessen umzubringen oder sonst irgendwelche Dinge zu tun. Also das musste man persönlich wollen, da musste man sehr aktiv und aggressiv für kämpfen. Heutzutage ist dieses Wissen frei zugänglich und du hast auch viele Informationsquellen, wo du dich informieren kannst. Du kommst schneller damit in Berührung und der Vorwurf lautet eben, du wirst auch schneller dazu verführt, selbst transident zu werden oder zumindest eine Transition durchzuführen. Und jetzt könnte das Phänomen eintreten, dass zum Beispiel ein Mann, der einfach sehr viele feminine Züge hat, mit dem Thema Trans in Berührung kommt und sich auf einmal anfängt zu fragen, ja Mensch, vielleicht bin ich ja auch einfach eine Transfrau. Ich habe doch eh dieses und jenes, das ist typisch weiblich. Oder andernfalls eine Frau, die sehr burschikos daherkommt, die vielleicht schon ihr Leben lang das Leben eines Mannes lebt praktisch. Die können sich jetzt auf einmal denken, ja, Scheibenkleister, vielleicht bin ich ja einfach ein Mann. Und die fangen an, sich zu hinterfragen, was sie früher nie gemacht hätten, wenn das Thema nicht so ihnen in den Schoß geflattert wäre. Und dann entscheiden sich immer mehr Menschen auch dafür, diese Transition zu gehen, weil sie sich dann sagen, naja, bisher hat das irgendwie nicht so richtig ins Bild gepasst. Dann war ich jetzt zwar ein Mann, aber da war das und das und das so feminin an mir. Damit bin ich auch eh so komisch angeeckt. So, wenn ich jetzt die Transition mache, passt es am Ende ja alles besser zusammen. Ne? Also, das war jetzt sozusagen die Erklärung zu der Frage. Anstatt den schweren Weg zu gehen, also ein Mensch zu sein, der zwar sich als Frau oder als Mann identifiziert, aber gleichzeitig auch sehr viele Charakteristiken des gegenteiligen Geschlechts mitbringt und somit, naja, vielleicht auch Widerstand bei der Gesellschaft hervorruft. Stattdessen wählen immer mehr Menschen den leichten Weg und transitionieren zu dem Geschlecht rüber, von dem sie eh schon so eine Attitüde dabei haben. Was am Ende ja dazu führt, dass wir wieder dieses binäre Bild produzieren, nämlich alles, was weiblich ist, ist eine Frau und alles, was männlich ist ein Mann. Das jetzt nochmal so als abrundender Rahmenerklärung für die Frage. Also nochmal die Frage zur Erinnerung. Werden in der Trans-Community oder durch die Trans-Community nicht diese binären Geschlechterklischees mehr befeuert? So. Und nun endlich meine Antwort darauf. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Es gibt Argumente, die sprechen dafür. Es gibt aber auch Argumente, die sprechen dagegen. Und ich kann nicht sagen, es gibt auch keine Studien oder irgendwelche empirischen Analysen dazu, welches Argument dabei wie stark reinspielt und netto zusammengerechnet, in welcher Seite dann das Pendel ausschlagen wird. Ich weiß es nicht. Ein starkes Argument zum Beispiel, was tatsächlich dafür spricht, dass in der Trans-Community tatsächlich diese Stereotypen Geschlechterbilder reproduziert werden, ist, ja, schon wieder ein bisschen Gesellschaftskritik. Transmenschen erfahren leider immer noch sehr viel Ablehnung. Und unglücklicherweise ist es so, dass die Ablehnung umso stärker ist, je mehr du diesen Menschen ansiehst, dass sie trans sind. Hingegen eine Transperson, die neben Cis-Menschen faktisch gar nicht auffällt und die vielleicht dazu auch noch hübsch ist, die kann auf deutlich mehr Support und Mithilfe und ja, einfach Akzeptanz hoffen. Also im Prinzip ist es die logische Schlussfolgerung, dass dann Transmenschen versuchen, so cis-kompatibel wie möglich am Ende zu werden, indem jetzt beispielsweise eine Transfrau alles männlich an sich abstößt und von sich wegweist, nichts Männliches mehr behalten möchte und zu einer Personifikation von Frau fast schon in Perfektion anstrebt, so stark, dass es schon ins Klischee ausartet. Ja, natürlich. Diese Strömungen gibt es auch in der Trans-Community.
will ich überhaupt nicht leugnen. Und natürlich ist dann das Bild, was du dann produzierst, stereotype Transmänner, die eben so männlich wie möglich sein wollen, um nicht als Transmänner von der Gesellschaft enttarnt und geächtet zu werden, und eben stereotype Frauen. Aber es gibt eben dagegen auch Argumente, die dagegen sprechen, dass in der Trans-Community dieses stereotype Weltbild aufrechterhalten und genährt wird. Ein Kontraargument bringt allerdings die Aufklärung selbst auch gleich wieder mit sich, nämlich, also ich kenne zumindest keine einzige Dokumentation oder keinen Artikel, wo Trans als Thema allumfassend besprochen wird, in dem nicht irgendwann die Sprache kommt auf geschlechtsangleichende Operationen, Krankenhausaufenthalte, medizinische, unappetitliche Details und solches Zeug. Die Leute sehen also sehr schnell, das ist nicht einfach nur Pfannkuchen essen und sich selbst Glitzer über die Haare streuen und den Namen wechseln und puh, ja, schon bin ich eine andere Person. Da geht es richtig zur Sache. Also da wird richtig in den Körper eingegriffen, und wenn du nicht ganz genau weißt, dass du das brauchst und dass das die richtige Entscheidung ist, kannst du deine Gesundheit damit auch ziemlich ordentlich durchschütteln und dir richtig ernstzunehmende Probleme einhandeln. Deswegen mache ich ja auch übrigens diesen Kanal hier, in dem ich möglichst viel zeige und da wirklich auch ehrlich und offen erzähle, die guten Sachen, die da entstehen und die da passieren, aber eben auch so die negativen Dinge. Und ein Argument, was auch noch dagegen spricht, ist meine persönliche Erfahrung. Also wenn ich so mit Trans-Personen zu tun habe, und das habe ich so im normalen Leben recht häufig, ich gehe auch zu Stammtischen, also ich treffe auch persönlich Leute, und wenn ich mich da so umgucke, da kann ich nicht behaupten, dass in der Trans-Community das Geschlechterstereotyp stärker ausgeprägt wäre als in der Cis-Welt draußen. Es ist bei manchen tatsächlich stark ausgeprägt, aber bei vielen auch überhaupt gar nicht. Ich sehe da sehr viel auch Variationen und verschiedene Lebensentwürfe, die überhaupt gar nicht cis-kompatibel sind, die sehr queer sind, sehr genderqueer. Du kannst also auch nicht so pauschal behaupten, dass alle Menschen, die transitionieren, oder dass die meisten Transpersonen von einem Bild, ich passe nicht so richtig in die Gesellschaft, rüber transitionieren in so ein unsichtbares, so cis-kompatibles, so jetzt kann ich mich wieder in der Masse verstecken, Ding. Bei manchen mag das tatsächlich so sein, aber bei mir zum Beispiel ist es genau umgekehrt. Und manche sind auch wirklich vor der Transition so gehemmt, weil sie sich selbst so sehr ablehnen, dass sie sich vorher verstecken und die graue Maus spielen, weil sie eben tatsächlich nicht wissen, wie sie sich selbst ausdrücken können, weil nichts passt zu ihnen. Und nach der Transition blühen sie auf und dann werden sie so richtig verrückt und können sich auf einmal mit ihrem Stil so voll entfalten und werden dann erst so ein richtiger Mindfuck für die Cis-Menschen. Also so pauschal kann man diese Frage weder mit Ja oder mit Nee beantworten. Mein Gefühl sagt mir aber, dass in der Trans-Community die Geschlechterstereotype nicht stärker genährt oder zementiert werden als in der Cis-Welt auch. Übrigens noch diese Frage hier mit nach dem binären Geschlechterbild, ob das nicht durch Trans-Menschen stärker unterstützt wird, die habe ich übrigens herausgeleitet aus einem Artikel von Zeit Online, den kann ich mal in der Videobeschreibung verlinken. Den fand ich ziemlich interessant und eben sehr transkritisch. Also die Autorin da war offensichtlich nicht so gut auf Trans zu sprechen, aber trotz allem war es noch analytisch genug, um es überhaupt als Kommentar ernst zu nehmen. Und daher habe ich mir diese Frage ausgeborgt. Und neben der Frage nach dem Geschlechterstereotypen habe ich mir auch die nächste Frage aus dem Artikel herauskristallisiert, nämlich, ihr seid doch alle verkappte Homos und wollt es euch nur nicht eingestehen. Und naja, diese Frage ist leider sehr altbacken, sehr oft gestellt, und die Antwort ist immer nein. Transmenschen können wie alle anderen Menschen jede mögliche sexuelle Orientierung haben, die es halt so gibt, also von heterosexuell über homosexuell, bisexuell, pan oder auch asexuell, das kann auch mal wechseln oder was ist sonst, was ich jetzt alles noch vergessen habe, können ja auch sein. Und letzte Frage, was soll diese blöde Formulierung bei der Geburt weiblich zugewiesen, beziehungsweise im Englischen heißt es etwas kürzer, etwas eleganter, assigned female at birth, beziehungsweise male at birth. Und diese Formulierung beschreibt einfach nur, sie beschreibt das Ausgangsgeschlecht von transsexuellen Menschen. Und der Autor dieser Frage kritisiert eben, dass dieses zugewiesen, das klingt so, als ob den Babys bei der Geburt dieses Geschlecht einfach so
also angedichtet wird, so wie sie eben den Namen zugewiesen bekommen. Dabei weiß doch jeder, dass das Geschlecht eines Babys auf wissenschaftlich sehr präzise Art und Weise per Blickdiagnose abgelesen wird. Ja, ich gebe zu, diese Formulierung klingt etwas gestelzt, das muss ich zugeben, aber das tut sie aus einem ganz bestimmten Grund. Sie ist sozusagen eine Formulierung, die halt das Ausgangsgeschlecht von transidenten Menschen beschreibt und dabei versucht aber, die Gefühle von möglichst wenigen transidenten Menschen zu verletzen. Das so zu beschreiben, ist gar nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Hat bestimmt jeder schon mal bei einer Trans-Doku diesen wunderschönen Satz gelesen. Ja, das ist Frau sowieso. Und sie war früher übrigens mal ein Mann. Da könnte ich immer am liebsten eine Würstchendose in den Fernseher reinschmeißen, weil ich mir dann sage, ja, nee, genau das war sie nicht. Diese Formulierung ist sehr vieles. Sie ist völlig unsensibel und nebenbei ist sie aber auch noch falsch, weil diese Frau war halt nie ein Mann, sie sah nur aus wie einer. Ist also einfach sachlich auch falsch. Ich benutze immer ganz gerne für mich selbst zumindest die Formulierung, ich lebte mal als Frau oder ich sah mal aus wie eine Frau. Das kannst du aber auch wieder nicht auf alle ausweiten, weil manche lebten nie wie eine Frau. Also die haben schon immer das Leben eines Mannes geführt und sind auch schon immer so ein bisschen rumgelaufen wie ein Mann, nur sie wurden halt nie als Mann erkannt. Ist beispielhaft. Oder ja, dann könntest du versuchen, das Ganze so auf die biologische Schiene irgendwie so zu produzieren. Ich habe auch schon mal so die Formulierung benutzt, XX-Genotyp und XY-Genotyp, wobei ich mich da eben auf die Chromosomen bezogen habe und selbst das. Da treffe ich auch schon wieder nicht alle Fälle. Und abgesehen davon wissen wahrscheinlich die Hälfte schon wieder gar nicht mehr, wovon ich da überhaupt rede. Und dann kannst du auch sowas sagen wie körperlich weiblich oder körperlich männlich. Aber das ist auch wiederum sehr verletzend für Menschen, die eben trans sind, identifizieren sich als Mann oder eben als Frau vollumfänglich. Das heißt, sie haben den Körper eines Mannes. Ihr Körper ist männlich, beziehungsweise von den Frauen, der Körper ist weiblich. Und wenn ich da jetzt ankomme mit, ja, die sind körperlicher eigentlich, ja, am besten noch so ein eigentlich dahinter, die sind ja eigentlich körperlich männlich oder so, dann tust du denen damit einfach weh, weil das ist sehr viel Arbeit, mentale Arbeit, sich selbst den eigenen Körper wieder so sehr annehmen zu können, dass du ihn als einen männlichen bzw. einen weiblichen Körper eben für dich akzeptieren kannst. Und diese schwere mentale Arbeit, die will ich auch nicht einfach so kaputt machen, mit meinem Arsch einreißen, indem ich sage, ja, die sind ja eigentlich körperlich weiblich. Und da eben so viele von diesen Formulierungen aus verschiedenen Gründen ausscheiden, weil sie entweder nicht auf alle zutreffen oder verletzend sind oder was weiß ich, blieb dann eben noch so eine Formulierung übrig wie assigned female at birth, beziehungsweise bei der Geburt weiblich zugeordnet. Obwohl es sich vielleicht komisch anhört, aber das ist eben so der kleinste gemeinsame Nenner, weil ihr den wenigsten noch so schadet oder wehtut und trotzdem sachlich richtig ist. Ja, auch wenn es vielleicht komisch klingt. So, das waren jetzt wieder mal so meine wirklich ernst gemeinten Antwortversuche auf so diese provokativen, transkritischen Fragen. Da es euch beim letzten Mal ja anscheinend Spaß gemacht habt, könnt ihr die in den Kommentaren auch gerne mal für euch beantworten. Also, bin ich auch gespannt, wie ihr die so beantworten würdet. Oder könnt auch reinschreiben, was ihr vielleicht noch so für transkritische Kommentare irgendwo gelesen oder gehört habt. Ja, ich hoffe, ich habe euch in der letzten Woche nicht zu sehr mit meinen vielen Videos belästigt. Ich wollte euch nicht so die Abo-Box voll spammen, aber ich habe mit Bjarne nach unserer Pimmelparade noch ein Bartfärbevideo gedreht, weil wir es nochmal versuchen wollten. Also wer nochmal Lust hat, ein bisschen zu lachen, der kann hier oben nochmal auf die Infobox draufklicken und da habe ich noch ein Video verlinkt. Das ist gar nicht so offiziell bei mir aufgelistet, weil es ist auch schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Aber so als kleines Bonbon für das Wochenende. Vielleicht macht es euch Spaß. Ansonsten bleibe ich euch mit provokanten Grüßen oder irgendwie so. Ja, euer Kater Sturz.